Bitte was? Ja. Mama, ich hab Hunger. I, bitte was? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel von H.I.O. Das heißt Egg Fried Rice und es geht darum, dass wir vor Hunger nicht schlafen können und auf die Suche gehen nach etwas zu essen. Ich war eben nochmal in den Einstellungen und ich habe das hier entdeckt. Seht ihr das? Ja. Ich kann das nicht anklicken. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es würde mich interessieren. Ja, es geht nicht allzu lang, also gucken wir uns alles in Ruhe an und ich hoffe, die Musik ist nicht schon wieder Copyright. So, auf geht's. Loading. Loading. Bitte warten. Bitte warten. Es ist nicht gut. Ich bin viel zu hungrig. Ich kann so niemals schlafen. Ich gucke besser, ob ich irgendwas zu essen finde. Oh, look for food. Kann ich nochmal in die Einstellungen hier? Was ist denn das für ein... Ah, okay. Wollen wir diesen Effekt oder nicht? Ich glaube nicht, weil dann kann man ein bisschen mehr sehen. Apropos. Ah, ich hasse es, wenn man nichts sehen kann. Wir wissen, was das ist. So. Ich finde das schon gruselig. Ich weiß gerade gar nicht, wie laut mein Headset ist. Was? Restricted area? Okay. Interessant. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Huch, hingibbelt. Nee, ich lass mal lieber aus. Wer weiß. Hallo? Okay. No. Es ist irgendwie alles so ein bisschen nah dran, ne? Mama, ich hab Hunger. Mama? Hallo? Ich bin's. Ich kann nicht schlafen. Das müsste ich mal tun. Schatz, wie spät ist es? Spät? Habe ich dich aufgeweckt? Ja. Ist irgendwas passiert? Nö, ich habe nur Hunger. Dann mach dir einen Snack und geh wieder ins Bett. Wenn jetzt nichts mehr Schlimmes, Ernsthaftes ist, dann lege ich jetzt auf. Ich will nicht deinen Vater aufwecken. Okay. Bedacht. Ich glaube, ähnlich wäre es mit meiner Mutter. Nicht? Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ich glaube, es gibt mehrere Enden. Ich habe keine Fackel. Abgelaufenes Brot. Na, ich meine, in der Not geht doch abgelaufenes Brot. Je nachdem, wie lange. Der Kühlschrank ist leer. Ja, das. Wir haben ein Radioproblem. Du hast Cereals, aber keine Milch. Ja, dann. Oh, das ist gruselig. Dann ess sie doch ohne Milch. Dann so groß kann der Hunger doch dann gar nicht sein. Alter.
China-Flyer. Das könnte lecker sein. Es klingt alles so gut. Es ist auch lecker. I shouldn't have much. I think I'll just get some McFried Rice. Okay, er hat nicht so viel Geld, denke ich. Also, da, und die liefern nicht. Also muss ich nur eine kurze Strecke in die Stadt fahren. We just go and order in person. Also fahre ich da jetzt mal alleine hin und werde ordern. Aber erst rufen wir nochmal einen Freund an. Oh, die Polizei. Nee, das ist keine gute Idee. Macht das nicht. Wegen so einem Mist. Ja, wer ist da? Ich bin's. Bisschen spät, um ein bisschen zu quatschen, oder? Ich kann nicht schlafen. Also rufst du mich an, mitten in der Nacht? Ich hätte tiefer verschlafen können. Where are you? Wo du? Ach so, warst du? Nein, natürlich nicht. Ich war gerade dabei, rauszugehen. Einen Freund besuchen. Ich kann jetzt nicht sprechen. Das klingt komisch. Zu dieser Zeit in der Nacht? Das isn't gonna be a repeat, aber ich hoffe, es wiederholt sich nicht schon wieder vom letzten Mal. Was? Nein. Ich hab dir gesagt, ich mach nie wieder so einen Scheiß mit den Sachen da. Worum geht's da? Geht's um Drogen? Nee, oh, ich bin fast gestorben in dieser Nacht. Ja, ich glaube, es geht um Substanzen. Then you practically went into hiding. And then you practically went into hiding. Und dann bist du praktisch hast dich versteckt, was? I'm not in hiding ist doch verstecken. It was just time for a move. Ach so, weil wir umgezogen sind. Ja, komisches Timing. Ah, ich brauche das nicht jetzt. Ja, hast Glück, ich muss jetzt eh gehen. This has been swell. Swell? Tschüss. Warte. Hast du irgendeinen Rat für mich, wie ich schlafen kann? Was? Zählt schlafe. Das ist ja ein toller Freund. Wir rufen überhaupt die Polizei an. Huch, da zucke ich direkt vor lauter Schreck. I shouldn't do that without a reason. Ja, okay. Ist auch ein Fenster. Das sind gruselige Fenster. Hier ist unser Schlafzimmer. Irgendwann steht doch was am Fenster. Badezimmer. Licht. Klopapier. Hübsches Bild. Ist das der Gehweg oder ist hier ein Glassprung? Meine Taschenlampe. Das wird mir im Dunkeln helfen. Aha. Gehen wir jetzt einfach so? Okay, es ist der Gehweg. Bitte Tür schließen. Hallo? Okay. Hä? Meine Taschenlampe geht wohl nicht überall. Oh, ich sitze auf der falschen Seite. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Okay. Ach du, ach nö. Ich muss fahren. Welche Richtung liegt denn die Stadt? Es gibt mehrere Enden. Okay, ich dachte, ich könnte uns vielleicht zu einem Ende bringen. Dum-di-dum-di-dum, wir fahren zum China-Restaurant und holen uns gebratenen Eierreis und das klingt gar nicht schlecht. Vielleicht mache ich das heute auch zum Essen.
Nee, der ist nicht gebraten, der ist frittiert. Das klingt dann schon nicht mehr so fettarm. Das mache ich dann vielleicht nicht. Was? Waffelturn? Not parked. Okay, nee, will ja auch nicht parken. Da will ich parken. Was ist das? Okay. Vor einer Gasse. Das ist eine super Idee. Oh, warte. Hier war gerade grün. Parkt. Dort. Ich kann rein, nicht springen, natürlich. Oh, gibt es überhaupt noch? Das habe ich dir schon mal gefragt, oder? I got a pink one. Okay, need money to call someone. Ich kenne den kompletten Text nicht. Hier ist eine Gasse, da ist nichts. Wo ist denn das China-Restaurant? Chinese Restaurant. Ni hao. Ni hao ma? Ach so, du sprichst Englisch. Hallo, was willst du? One egg fried rice. Ein eierfrittierter Reis. Natürlich. Das macht 2,80 Pfund. Tschüss. Ich habe mein Geld vergessen. Ich fahre schnell zurück nach Hause und hole es. Ist das okay? Ja, das ist okay. The food will take a few minutes to prepare. Dein Essen braucht ein paar Minuten, bis es fertig ist. Also sollte es fertig sein, wenn du zurückkommst. Wo willst du wissen, wo ich wohne? braucht nicht zu lange. Wir müssen bald zumachen. Kein Problem. Ich werde mich beeilen. Nö, ich gucke mich jetzt erst hier um. Police have pulled another body from the water. Irgendwas less than a mile from downtown Waffleton. A dog walker who wishes to remain anonym called to report the sighting. Die Polizei hat einen anderen Körper aus dem Wasser gezogen. Weniger als eine Meile von Downtown Waffleton. Ein hier Hundespaziergänger. Wer ist das? Also ein Mann, der mit dem Hund spazieren ging, der anonym bleiben möchte, hat das gemeldet. Police struggle to free the body from the weeds far over. Now the body has yeah, to be. Sieht man das auf dem anderen Bildschirm? Ja, das ist ein bisschen besser, ne? Wieso seht ihr das besser als ich? Wo war ich denn jetzt hier? The body has yet to be identified and no cause of death had been officially reported, but a source close to the blah 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 claims that the body was found with multiple stab wounds and on the arms and legs. Also die Polizei hatte hier Probleme, die da überhaupt rauszukriegen und man weiß halt nicht, wer das ist. Und der Körper, der da gefunden worden ist, hatte multiple Messerstichwunden und halt Verletzungen. Okay. Ja, gut zu wissen. Das freut mich. Das ist eine gute Gegend, wo wir hingezogen sind. Ich bleib hier. Was war das? Wo kommst du denn her, Alter? I. I. Hallo.
Haben wir uns schon mal gesehen? Ja, klar. Ich dachte, du siehst bekannt, kommst du bekannt vor. Ich weiß auch nicht, wo ich dich gerade so hinordnen soll. Were you ever in my neck of the woods? Warst du jemals hier da in meiner in den im Wald? Ich lebe weit in der Wildnis, weißt du? Nee, nee. Ich denke, wir würden uns beide erinnern, wenn wir uns mal getroffen hätten. We'll be careful out there all the same. Wieso soll ich da draußen vorsichtig sein? Also nicht die Zeitung lesen, doch, habe ich. Es ist gefährlich, da draußen in der Nacht alleine zu sein. Ich habe mich nie an diese Gewalt in Städten und in Dörfern gewöhnen. There's nowhere more peaceful and safe than my secluded manor. Im Wald? Da fühlt sich sicher. So, I suppose there are rumors of missing people all the way. Ja, es sollen schon wieder immer diese vermissten Menschen. Oh, here I go rambling again. Ja, es schweift schon wieder ab. I don't get many chances to talk. Ja, dann sei doch froh, dass ich dich angequatscht habe, wenn du nie so wirklich Chancen hast, mit jemandem zu sprechen. Denk mal nicht darüber weiter nach. Okay. Du bist ekelhaft und gruselig. Nee, ich mag dich nicht. Ich muss nach Hause fahren. Okay, mein Auto ist noch da. Aber hier steht doch auch überall Essen. So dringend kann doch das gar nicht sein. Bitte wenden, bitte wenden, bitte. Bitte wenden. Dumm, die dumm. Habe ich das? Ja, ich habe das Licht an. Es ist nur dunkel. Schnell nach Hause Geld holen. Hätte ich ja mal dran denken können. Das soll ein kurzes Spiel sein und mehrere Enden haben. Ich befürchte, dass es mit meiner Spielart schon wieder nicht so kurz ist. Wo wohne ich denn? War das vorhin auch schon so weit weg? Hier passiert doch bestimmt was. Ah, ich habe Sorge. Da. Achtung, Baum. Oh, ah, bleh. Restricted Area, okay. Ja, los, park doch mal jetzt. Parkt. Ich hier nicht hinlaufen? Oh, okay. Auch zu Fuß laufen können. Wo ist denn mein Geld? Ein Bad wohl nicht. Hier auch nicht. Eine Küche. Ja, wo ist denn mein Geld? Ah, oh, konnte ich das vorhin schon nehmen? With a coin or two to spare. I better get back and pay. Ja, dann beeilen wir uns jetzt und gehen mal wieder zurück. Dollar. Ah, es sieht doch was, es ist viel zu ruhig. Schneller rein. Ja, schnell. Schnell, schnell, schnell. Wir haben Hunger. Die dumm, die dumm. Eine schöne ruhige Nacht im Wald. Ah, das war doch der Arschkeks von vorhin. Ich hab dich genau gesehen, das war widerlich. Nächstes Mal werde ich dich umfahren. Hallo, 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 stopp, stopp, stopp.
Oh ne, bin ich jetzt zu spät? Okay. Hallo. Stimmt irgendwas nicht? Of course not. Alles gut. Ich bin mit deinem Geld zurück. Was meinst du? Die Bezahlung für meinen Reis mit frittiertem Ei? Erinnerst du dich? Hat dein Freund dir nicht Bescheid gesagt? Er hat für dich bezahlt. Mein Freund? Ja, der Mann, der mit dir reinkam. Wie sagt doch der Gruselkerl? Er bezahlt und hat gesagt, he would take your... Und hat gesagt, er nimmt das Essen halt direkt mit zu dir. Er ist kein Freund von mir. Hast du ihm mein Essen gegeben? Ja. Er sagte, also er hat mir halt gesagt, es tut mir leid. Wir schließen jetzt, aber ich frage den Chef, ob er dir doch noch da so Reis machen kann. Ja, danke, das wäre echt gut. Ja, warte mal kurz. Shishi. Wieso mache ich dazu so einen Move? Ich kann es nicht glauben. Why would that man take me? Warum hat der Mann mein Essen genommen? Was für ein Loser. Hier. Und sorry für die Verwechslung. Ja, das ist okay. Ist ja keiner verletzt worden. Hier ist sein Geld. Ja, vielen Dank. Und vergiss nicht, pick up your address. Vergiss nicht, dein Essen mitzunehmen, bevor du gehst. Das sieht lecker aus. Sehr gut. Wären wir mal ein bisschen früher losgefahren, hätten wir das ja auch hier essen können. Oh. Ich will nicht zu dem Gruselkerl. Oh, sie hat mich direkt rausgeworfen. Hallo. Hallo? Aber wenn ich da jetzt wieder lang fahre, dann sieht er doch noch schneller, woher ich gekommen bin. Kann ich einfach einen anderen Weg zurückfahren? Hier zum Beispiel? Nein. Uah. Kann ich auch irgendwie hupen? Ich dachte gerade, das schon wieder. Was ist denn hier? War es einfach hier? Nein, natürlich nicht. Alter! Boah, ey, ich hoffe, ich muss sowas niemals erleben, ne? Und wenn doch, dann hoffe ich, dass ich den Gag kriege und den mache ich platt. Oh, ist das denn? Das ist der Reis! Oh. Ich glaub's ja wohl nicht. Was für eine Sauerei. Wer hat denn das hier geworfen? Ja, Blitzbirne, wer denn wohl? Ich flipp gleich aus hier. Ich will hier draußen nicht rumhängen. Wieso hat denn dieser gefrittierte Reis ein Loch gemacht? Better drive slow and get home. Ich fahre lieber ganz langsam nach Hause. I will sort this in the morning. Okay, ich mach das morgen früh. Ich kann das jetzt nicht. Just want to eat me. Ich will doch nur meinen Reis essen. Ist er jetzt mit dem Auto? Ich habe Angst. Oh Gott, jetzt soll ich langsam nach Hause fahren? Ich werde am Leben nicht ausgestiegen. Das ist doch, kann doch auch einfach nur so ein Trick sein, damit man gerade aussteigt und jemand einem dann das Essen klaut. Ist das da mal ein Parkplatz? Ich sehe nicht so gut. Ich habe hier Reis auf der Scheibe.
Ich würde nicht wundern, wenn ich da jetzt jemanden sehe. Not parked? Wieso not parked? Doch, jetzt doch. Ich will das nicht. Das wird doch nicht gut enden, ja. Place your food in the kitchen. Ja. In the kitchen? Achso. Hallo? Hallo? Is this a Chinese takeaway? Ob ich das China-Restaurant bin? Ah ne, das ist. We have a free bottle of beer for you, a free fortune cookie too. Wir haben eine gratis Flasche Bier für dich und einen Glückskeks auch noch. Bitte komm und hol das ab. Umsonst? Ist das wegen dieser Verwechslung? Ja, genau. Genau deswegen. Bitte komm vorbei und hol das ab. Nee. Hallo? Hallo? Ich finde das immer furchtbar, wenn auch im Film, du hörst schon das und die Leute immer noch, hallo, hallo, hallo. Was soll denn passieren? Sie haben aufgelegt, das ist ja komisch. Ich könnte schnell hingehen und das Gratisbier und den Glückskeks holen. Und mein Reis würde immer noch warm bleiben, wenn ich mich beeile. Aber sollte ich? Nee. Nee. Nee, nee. Ich mach das nicht. Ich esse jetzt meinen Reis hier. Schreck mich nicht, ich trinke einen Schluck Kaffee jetzt. Sicher eingeschlafen, aber zu was für ein Preis. After finishing your egg fried rice, you went back to bed. As soon as you had a pillow, you fell in a deep sleep. Fell into a deep, peaceful sleep. Also, lass mich das bitte zu Ende vorlesen, sonst müsst ihr pausieren und Google Lens fragen. Nachdem wir das gegessen haben, sind wir wieder zurück ins Bett gegangen und als unser Kopf das Kissen berührt hat, sind wir direkt ganz friedlich eingeschlafen. Wir haben am nächsten Morgen, you woke feeling haunted by your decision to turn down the free drinks and watching cookie due to a little fear and uneasiness. Ja, da haben wir bereut, dass wir dann doch nicht das Gratisbier genommen haben. The memory of this seemingly poor choice caused you to live the rest of your life with an unshakable sensation of hollowness. Ich kann Hollowness nicht übersetzen. The mental hang-up of running, ruinieren. The mental of running an otherwise nice meal meant you could never again fully enjoy the once delicious taste of egg fried rice. Also es hat uns mental jetzt fertig gemacht am nächsten Morgen, dass wir einfach eine nette Mahlzeit, dass wir einfach das abgelehnt haben, das bedeutet, dass wir niemals wieder vollkommen diesen frittierten Eierreis essen können. Also viel zu übertrieben. So, back. Bonus Speed Option is now available. If enable your running and driving speed will increase. Ah, ich verstehe. Oh, guck mal. Es gibt vier Enden. Oh Gott. Settings. Bonus Speed. Yeah.